Steffi Jones, heute extra hier angereist für die Respektinitiative, seid eigentlich fast von Anfang an dabei. Warum eigentlich? Was genau treibt dich, diese Initiative zu unterstützen? Also weil es einfach ein ganz, ganz tolles Projekt ist, weil es für meine Werte auch steht, nämlich Integration, Toleranz, Fair Play. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir viele, viele Menschen mitnehmen können. Denn es gibt eine Minderheit, die einfach intolerant ist. Und da ist es wichtig, dass wir halt gemeinsam uns dagegen auflehnen. Jetzt ist ja so, dass bei dieser Initiative sehr viele auch wirklich prominente Leute mit viel Einfluss dabei sind. Normalerweise bei Initiativen kämpft man sich ab, dass irgendjemand mal kommt und ihm hilft. Aber hier kommen ja ganz viele bedeutende Leute hin. Warum ist das eigentlich so? Warum kommt das auch bei so vielen Menschen so gut an? Also hier ist es so, dass man die Sportart Fußball, die wirklich eine große Wirkung hat, die Sportart Nummer 1, die eigentlich auch weltweit wahrgenommen wird, dass man die nutzt, um eben so eine wichtige Botschaft zu transportieren. Und dadurch haben wir natürlich auch die Prominenz, ob das Fußballer sind, die eben noch aktiv sind oder eben nach ihrer aktiven Zeit. Und wir haben die Bundesliga, also die DFL, alle unterstützen das, von den Amateuren bis zu den Profis. Also letztendlich, glaube ich, kann man nicht besser aufgestellt sein. Jetzt geht heute ja auch um den Frauenfußball, Respekt innerhalb des Frauenfußballs, aber der wird sich natürlich auch nicht vermeiden lassen, über den Frauenfußball generell zu reden. Wie ist denn die Ansicht von Steffi Jones? Reicht es denn nicht, dass man bei der EM oder WM gut vorne mitspielt? Muss es denn immer ein Titel sein? Naja, also das ist das Ziel, was man sich vornimmt. Und wenn man dann aber feststellen muss, dass die anderen Mannschaften besser waren und man hat alles gegeben, kann man sich auch nichts vorwerfen. Es ist aber so, dass unsere Erwartungshaltung generell immer an den ersten Platz beinhaltet. Und das macht es sehr, sehr schwer vor einem Turnier für den Bundestrainer oder die Bundestrainerin, wenn man dann die Testspiele recht souverän gestaltet hat. Und dann geht es ins Turnier, wo man weiß, dass es immer auch anders kommen kann. Es ist eine wahnsinnige Leistungsdichte da, es ist schwer. Bei einer EM, und dann kann man auch schon mal früher ausscheiden, als man sich vorgenommen hat. Letzte Frage wäre, die Respektinitiative ist jetzt 1-2 Jahre alt, ist sehr schnell sehr viel gewachsen. Aus deiner Sicht, wohin kann das führen? Hat das eine Zukunft? Wird das langfristig nachhaltig sein? Also das hat auf jeden Fall Zukunft, weil sonst würde es ja nicht schon so lange bestehen. Wir haben, oder die Initiative wächst ja, wie du richtigerweise sagst. Es werden immer mehr mitmachen. Wir haben tolle Botschafter und wir stehen für etwas, was ja immer da sein wird. Also Respekt, und den sollten wir doch alle leben. Also ich glaube oder ich hoffe, dass die Initiative noch ganz, ganz lange geht und dass uns noch mehr Menschen unterstützen.